Herzlich willkommen hier, zu einer Folge hier in Thüringen. Ja, ich verbinde jetzt die Kurse mit Autoreif im Feld und ganz wichtig, ich werde das Feld entsprechend nummerieren und anschließen am Kurs. Ne? Erstmal wird das hier verbunden mit dem Feldrandkurs, den ich hiermit abschließen kann. So, das heißt, die beiden blauen Punkte müssen verbunden werden. Und blau. Das Blau soll erstmal ausgetauscht werden. Gut, dann wollen wir was löschen. aber wir werden es nochmal irgendwie lernen. So, blau. Austausch beendet, ja. Immer zum Lernen, ne? Ist ja schlimm. Ja. Ein bisschen herziehen, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Gut, dann mal kurz aufzeichnen, ne? Beenden. Gut, verbunden ist auf jeden Fall. Müssen wir nur eingucken, dass wir da näher einsteigen muss schon. Das wird nichts. Ob das nicht mal doppelt ist. Da sind zwei nebeneinander. Das sehe ich jetzt gerade so. Und da geht es darum, dass wir die doppelten nicht haben wollen. Das kann ja keinem unterscheiden, ne? Weg. Weg. Anders vom Kursplay. Das dürfte so gut sein. So, gut. Da ist ein grüner Punkt. Nicht verbunden von der Straße her. Das können wir auch mal gleich mal reparieren. Das heißt, wir müssen mal sehen, was ist. Von da wäre ganz praktisch, ne? Dass wir da das so machen. Er musste so da hinten herkommen von der anderen Ecke. So. Jetzt haben wir einen grünen Punkt. Wir müssen ja zum Feld nicht rauffahren. Wir müssen nur hier am Rand hinfahren. Das reicht aus. Und hier machen wir dann einen Punkt. Feld 38. Erstellen. Und dann werden wir wieder auf den Punkt. Einmal werden wir eine große Runde fahren. Mal sehen, ob hier rumkommen die Traktoren. Traktoren sind ein bisschen wendiger, ne? Also von daher bin ich mal ganz optimistisch, dass es klappt. So, und dann anschließen. Und was wir auch machen könnten, geradeaus, also in die andere Richtung auch mal, ne? Das heißt, hier werden wir hier irgendwo anfangen, bei 38 hier den Dreh. So. Das können wir dann verschieben. So, und den schließen wir entsprechend hier an. In diesem Kurs. Ob das Sinn macht, das glaube ich erstmal nicht, aber wie gesagt, dann haben wir es gleich fertig, ne? Falls wir doch mal das brauchen sollten. So, und den Knick hier, den wollen wir so nicht. Aber wir können den ja leicht verschieben, ne? So. Mit Kursplay gefällt mir so nicht, aber ist halt so. So. Verbunden wir alles in die richtige Richtung halbwegs, ne?
Das muss ja nicht schön sein, aber muss halt funktionieren. So, und hier ist es jetzt so. Einmal in der Richtung, das ist... Achso, jetzt weiß ich Bescheid. Wir müssen also rein theoretisch auch geradeaus fahren können. Das heißt, wir kommen ja von unten. Also von da, wo die Richtung wir stehen. Ich würde gerne von da... Oder von da... da verbinden. Gut. Jetzt könnte man da auch wieder langfahren, ne? Lassen, theoretisch. So, okay. Das mal alles. Aufnahme ist nicht mehr an. Ja, gut. In der Kontrolle muss sein. So. Jetzt werde ich mal den ersten Abfahrer einstellen. Das heißt, wir haben Pferd und Motor fertig. Und den fahren wir nachher ganz kurz. Mal gucken. Eine zweite Runde, ne? Das ist mir ganz entscheidend. Die erste haben wir schon gemacht. Müssen wir auch nicht normal fahren, ne? So. Er meldet wieder Regen an, ne? Also irgendwie mag mir das Wetter nicht. Gut, egal, wir machen Mais. So lobt immer auch halt das andere Häcksel, ne? Also die Sojabohnen, ne? So. Da müssen wir mal sehen, wie wir einen Traktor kriegen, ne? Weil. Optimal wäre eigentlich den Traktor hier vorne, den ersten. Dann können die anderen entsprechend weiterfahren, ne? Ja. Abladen. Das werde ich nachher später entsprechend rausfahren, ne? Also das werden wir jetzt nicht drin lassen. Aber erstmal als Provisorium, ne? Das ist mal eine gute Lösung. So, hier können wir gleich mal einstellen, dass wir mal so anfangen. Und zwar... Beladen, Feldnummer 38 und Modus, da war schon richtig, Drescher, Abladen, Lager. Wir fahren da mal selber hin, erstmal, und dann schauen wir nachher, dass wir da nachher weiterkommen. Ne? Temperatur, Tank ist gut, ja, ist okay. 4% ist mal okay. Wir fahren das mal Richtung Häcksler, und dann, dass er die richtige Spur nimmt, und dann können wir ihn alleine fahren lassen. Und dann können wir dann nach und nach dann anschließen, unseren Frameter anschließen, und dann können wir ein paar Fahrzeuge da reinfahren lassen, und später, wenn hier drüben angelegt wurde, hier ich sage so mit dem Kopf, da oben, ne? Aber ihr könnt ja nicht sehen, weil ich gucke. Also da oben. Da muss ich hier ein paar Spuren machen, ne? Also 2, 3, vielleicht 4, für 4 Fahrzeuge. Und dann können die ihr abkippen, und ich kann mir so einen Radlader besorgen und dann notfalls verteilen und verdichten, ne? So. Da oben steht noch ein LKW. Ach, das sind ja die Restrüben, ne? Die können wir auch noch nehmen. Müssen wir auch noch entsorgen, ist ja der Begriff, ne? Also verkaufen, ne? So. Sind wir. Geht los. So, dann sehen wir gleich mal starten. Aufzeichnen brauchst du jetzt nicht. Das können wir jetzt mal deaktivieren. So. Du kommst Bezeichnung Feldnummer 39. Sonst. Ey. Habe ich den doppelt? Mit 38 ist das, ne? Ja, 38. War dann woanders. So, 39. Das heißt, da können wir da nicht starten. Hier im ersten Wegpunkt, aktuell im nächsten passenden Wegpunkt. Einstellen. So. Das läuft schon mal. Erstmal. Und dann werden wir den mal gleich mal einstellen. Ob es klappt, schauen wir mal. So. Das scheint schon
Er muss ja mal berechnen. Hinten. Seite hinten. Das ist jetzt ein bisschen. Die Anfänge sind schwer, ne? Also muss ich ein bisschen einstellen wahrscheinlich. Hochwarten. Nee. Hochwarten, nee. Guck mal. Häcksler. 1,75. Das ist nicht so einfach, weil ich ist mir auch ganz neu, ne? Also ich lass mal original, ne? Wenn das funktioniert. So. Scheint ja zu funktionieren. Betone Schein. So. Erstmal. Den nächsten Fahrzeug nehmen wir gleich mal. Das ist ein Häcksler. Hier müssen wir den links frei machen. Den LKW wollen wir eigentlich nicht nehmen, weil der ist etwas risikobehaftet, dass er nicht so recht klarkommt in den Kurven und so. Aber wir kippen den aus. So. Das können wir in aller Ruhe später mal umprogrammieren, ne? Ich stelle mal hier rechts hin. Weg von der Straße, ne? Wo weiß, wo die langfahren. Oh. Das ist hier, weil ich nicht weiß, genau, wo die langfahren. Das ist ja. Ja, wenn du einen Kurs mal gemacht hast und dann nie gefahren bist, dann bellst du ihn auch nicht. So. Den Rübenfahrzeug muss ich noch entsprechend. So. So, kann der auch seitlich abkippen? Na, glaube ich eher nicht, aber gut. Ist immer nicht so egal, nicht so wichtig. Kaffee noch da? Nö, alle. Jo, halb fünf, ne? Folge Nummer 3 heute. Naja, ist ja egal. Schaffen wir alles. Spiel macht ja Spaß, ne? In dem Sinne. Ich habe früher nie so lange eine Karte gespielt, also meistens am Anfang, oh, und dann nachher, ja, wird Fahrt, ne? Und dann machen wir die nächste Karte da auch wieder so ein bisschen, ne? Und jetzt ist es ein bisschen, naja, dank den Folgen, die ich mache in YouTube, halte ich mich eigentlich konstant jetzt auf 2 Karten auf. Ich habe mal die andere probiert, die 16-fach, aber ich habe gesagt, für mich ist die 16-fach im Let's Play, als dritter Let's Play, nur Thema so, ach so, hier programmieren. Drescher. WLAN Feld Nummer 39, 38. Ablan globaler Markt. Bitte drehen, das ist richtig. So. Kriegt er irgendwie hin, hoffe ich jedenfalls. Muss er jetzt noch einen zweiten. Ah. Den werden wir auch gleich programmieren. Erstmal Drescher einstellen. Also, ne? Erntefahrzeug. Modus. Abfahren. Feld Nummer 38. Ablan. Lager. Auf Ruf warten, ne? Gut, dann warten wir eine Weile. Mal schauen, wie es klappt. Mal sehen, wie er hinkommt. Mit dem Baum hat er gut ausgewichen, ne? Wird schon klappen. So. Ich suche jetzt den Fan. Mit Zuckerrüben. So, nach und nach kriegen wir das im Griff. Und dann können wir gleich mit dem Fetten her oder mit einem anderen Traktor hier im Kurs da einfahren. Silo, sobald das irgendwie geht, da entsprechend reinfahren. Und wenn das noch nicht klappt, dann nachher erstmal ein Meter nehmen. Ne? Gehen wir zuerst einfahren, dann liegen wir auf dem Weg, kann man sagen.
wenn wir die BGH schön bedienen, wie gesagt, das ist später schön Silo und so, kann man ja immer einen Traktor fahren lassen. Muss ja nicht der größte Hänger sein, dann nehmen wir halt einen kleinen. Ah, er fährt so rum. Na ja gut, sagt mir jetzt so nicht zu, aber ist egal, ne? Hauptsache fährt, ne? Muss ja einen Grund haben. Der Gelbe kam nicht weiter. Hm. Ist schlecht. Dann muss ich gleich mal auf Spur schicken. Also ein bisschen nachhelfen, ne? Anführungszeichen. Also. Denn so steht er ja im Weg. Auf Dauer. Schlecht. Für die anderen alle, ne? Noch drinne. Jo. Ey, Wolfenstein. Hallo. Ich hab nichts gemacht. Bin unschuldig. Ist sie ganz schlimmes. Ob das gut geht, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Wo will er hin? Gibt es hier Wege lang? Mensch, wenn das die Menschen sehen, hier die wohnen. Oh je. Da greife ich mal ein. Die Wege des Traktoren sind unergründlich, kann man sagen. Und wie heißt das so ähnlich? Der wird sich freuen, du. Du brauchst ja einen Bergekran normalerweise. Ah. Gut, ich bin zwar Maurer, ich könnte die Pfeiler wieder reparieren aber, oder erneuern, aber das Problem ist, die Steine gibt es ja gar nicht so schnell. Gerade Feldsteine. Böse Arbeit. So, gut, dann wieder einstellen. Stellen wir hier hin, ne? Oder hier auf der Straße. Auf dem Feld. Da fährt der lang. Ach, der Weg fängt wieder an, ne? Auf Huf warten. Der nächste fährt hin. So. Hör mal aus. Bahn. Seit 18. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ja, mal pünktlich, halbwegs, ne? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Schönen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja. Bis morgen, ne? Tschüss. Wieder um 10 Uhr, 10 zu die. Tschüss.